Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin Lehrer und Berater der indischen Astrologie als Berufsastrologe. Nun, bevor wir mit dem Thema der Deutung Ihrer Sterne für den kommenden Monat Mai 2016 beginnen, ein paar wichtige Informationen vorweg. Und zwar zum einen, bitte beachten Sie, dass die Deutung dieses neuen Monats wie immer vom Aszendenten aus vorgenommen wird und nicht von Ihrem Sonnenzeichen. Denn der Aszendent in der indischen Astrologie ist viel, 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 viel wichtiger, als wie Sie das möglicherweise von der westlichen Astrologie kennen, die sich ja immer auf das Sonnenzeichen primär bezieht. Also, die Deutung erfolgte vom Aszendenten aus. Wenn Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, dann können Sie mir gerne Ihre Geburtsangaben schicken, Geburtsdatum, Geburtsurzeit und Geburtsort. Und es ist auch dazu unterhalb dieses Videos ein Link vorbereitet, wie ich Ihnen hier auf dieser Darstellung das zeige, sodass Sie mir hier gratis Ihre Angaben schicken können. Beziehungsweise erhalten Sie dann gratis Ihren Aszendenten binnen ein, zwei Tage mitgeteilt, damit Sie auch wissen, welches dieser 12 Videos für Sie das Richtige ist, denn es ist zu jedem Aszendenten ein eigenes Video gedreht. Dann eine Bitte an Sie, wenn Sie meine Arbeit unterstützen möchten, ja, dann ist es sehr nett, wenn Sie beispielsweise den Daumen nach oben geben oder einen Kommentar, der die Sache konstruktiv unterstützt, würde ich mich sehr freuen. Ich sage schon mal vielen Dank im Voraus. Ja, dann noch etwas ganz, ganz Tolles. Sowas hatten wir schon lange nicht mehr. Und zwar große Mai-Aktion auf die großen Horoskope mit Rabatt, und zwar Horoskope Nummer 1 bis 12 sind in der Zeit vom 1. bis 8. Mai, wenn Sie in diesen 8 Tagen bestellen, alle um 20% reduziert. Das ist natürlich eine tolle Sache, vor allem es sind nun alle 12 Horoskope gleichzeitig reduziert und nicht mal nur eines, wie ich das meistens mache. Sie können hier richtig Geld sparen, bis zu 70 Euro, und das lohnt sich natürlich, denn Sie wissen, meine Horoskope sind ja manuell gedeutet. Es ist eine Erläuterung auf MP3 oder CD dabei, je nachdem, welche Variante Sie wählen. Und Sie können sich auch die Horoskope vorab auf meiner Webseite anschauen. Dazu finden Sie Videos, wo Ihnen gezeigt wird, was in diesem Horoskop so enthalten ist. Und es sind auch Musterhoroskope hinterlegt zum Ansehen. Also 1. Mai bis 8. Mai. Das Einzige, was nötig ist, ist eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse, dass Sie in dieser Zeit bestellen, zwischen 1. Mai und 8. Mai. Und dann haben Sie die 20% sicher in der Tasche mit einer bestimmt sehr spannenden astrologischen indischen Analyse. Ja, was sagen die Kunden über die Horoskope, bevor wir jetzt loslegen? Schauen Sie, das sind nur ein paar der Referenzen, es sind noch mehr auf der Internetseite. Aber die Rückmeldungen sind erstaunlich positiv. Ja, das motiviert natürlich zum Weitermachen. Und offensichtlich ist eben mit der vedischen Astrologie sehr viel Gutes möglich bezüglich Deutungsqualität und Hilfe für den weiteren Lebensweg. Ja? Okay, nun schauen wir uns für Sie als Aszendent Steinbock die genauen planetaren Konstellationen näher an für den Mai. Anhand dieser Tabelle sehen wir, dass wichtige kosmische Kräfte, allen voran die Sonne mit der Besetzung
des Zeichens Stier, worin Sie das fünfte Haus haben, den Mai sehr stark betonen, ja, nachdem die Sonne dann am 21. rübergeht in Ihr sechstes Haus. Aber längerfristig bleibt wichtig, ja, der Planet Saturn, der Herrscher Ihres Aszendenten im 12. Haus. Und so müssen wir Haus 5 und Haus 12 eine besondere Bedeutung schenken. Wir schauen uns das jetzt mal im Detail genauer an, wie diese kosmischen Prinzipien nun die jeweiligen Lebensbereiche beeinflussen wollen. Dazu sehen Sie hier Ihr Horoskop mit den 12 Häusern. Ja, hier der Aszendent, Steinbock. Und nun werden wir mal die Planeten, die wichtig sind, der Reihe nach einblenden. Die Sonne steht die meiste Zeit im 5. Haus. Ja, wenn sie dann am 21. geht sie ja dann rüber in den Zwillingen. Aber die meiste Zeit ist sie hier in Haus 5, im Stier. Da haben wir aber auch den Merkur darin. Der ist sogar den ganzen Monat in ihrem 5. Haus. Und es geht noch weiter, auch die Venus ist bis zum, glaube sogar 25. in ihrem 5. Haus. Damit drei wichtige Planeten, der König mit dem Diplomaten und dem Kronprinzen, ja, diese drei halten sich den ganzen Monat in Haus 5 aus. Was bedeutet das nun? Nun, Ihr Interesse hat nun stark damit zu tun, wie Sie mehr mit Ihrer Kreativität in Kontakt treten können, wie Sie mehr mit Ihrer Individualität sich schöpferisch ausdrücken können. Hat natürlich was mit dem Thema Talente zu tun. Und nun, wenn Sie sich eben anschauen, Sie haben ja hier auch Merkur und Venus in Haus 5, das betont sehr stark, dass Sie Merkur sich informieren könnten, sich mehr analysieren könnten, womit ihre Inspirationen, ihre Intuition zu tun haben. Ja? Ich möchte Sie auch außerordentlich dazu motivieren, diesbezüglich sich den Raum zu geben, denn natürlich, angewandte Astrologie bedeutet ja auch, diese Impulse aufzunehmen und mal schauen, oder zu schauen, was passiert, wenn Sie diesen Wirkungen, dem Fluss des Lebens, diesen Raum gönnen. Und dies hat eben oft auch damit zu tun, indem Sie sich diese kleinen Veränderungen erlauben. Ja? Ich darf Ihnen da mal kurz ein Beispiel erzählen aus der eigenen Geschichte, ja? Weil wir jetzt gerade eben über Ihre Inspirationen sprechen, ja? Oder wie Sie kreativer, schöpferischer sich ausdrücken können auf ihre individuelle Art und Weise, weil darum geht es bei Ihnen, ja? Und zwar mit etwas, was auch einen praktischen Nutzen hat, ne? Stier. Ich hatte so, bevor ich diese Monatsvideos wieder drehte, hatte ich so stark den inneren Impuls, Gerhard, du musst das jetzt noch anders machen. Du musst das in eine ganzheitliche Chartübersicht bringen und du musst auch das Aussehen verändern und auch das Himmelsbild. Das waren die inneren Inspirationen, okay? Die waren ganz stark da. Dann kommt der Kopf. Ich bin ja gerade frisch umgezogen. Ich habe ja für das gar keine Zeit. Es sind noch viele andere Dinge, Horoskope, wo Leute warten, die zu machen sind. Und da ich bin ja auch Berufsastrologe, ich habe ja auch eine Schule, dies, das, jenes, tausend Aufgaben rufen und der Kopf hat gesagt, der Kopf, der Intellekt, nein, nein, das geht jetzt gar nicht. Aber wissen Sie was, deswegen gingen ja die Inspirationen nicht weg. Gerhard, du musst den Chart in der Darstellung ändern, damit wir hier den Leuten eine ganzheitliche Sicht mehr geben können, damit sie selber besser nachvollziehen können, ja, und das macht es anschaulicher. Will Ihnen nur sagen, das ist auch jetzt eine Art und Weise, wie ich für mich stark spürte, eben diese, meine Individualität auf meine kreative Weise mehr auszudrücken. Und ich habe dem dann nachgegeben, ja,
Ich weiß ja auch um die Impulse aus meinem Horoskop und habe es dann doch gemacht und die Zeit eingesetzt, das alles umzubauen. Das war zwar sehr zeitintensiv, aber ehrlich gesagt, ich freue mich jetzt so sehr, dass ich das gemacht habe. Und das ist das, was bei Ihnen jetzt auch so am Wirken ist. Ja, dieses fünfte Haus ist ein Dharma-Haus. Dharma bedeutet, was ist so Ihre Wesensnatur? Ja, sich mit Ihrer Wesensnatur kreativ nach außen zu zeigen. Aber das setzt voraus, sich diesbezüglich auch erstmal mehr klar zu werden, was das an für sich ist, Ihre kreative Seite. Und Dharma in der indischen Astrologie, was ist Dharma? Das Dharma, sagen wir es mal ganz einfach, das Dharma von Wasser ist es, nass zu sein, okay? Und so hat auch jeder Mensch ein individuelles Dharma, was seiner Individualität und Wesensnatur entspricht. Deswegen drückt das schon aus, was mit dem Thema Talent und Neigung zu tun hat, ja? Dieser mehr auf die Spur zu kommen, weil natürlich, wenn Sie diese Qualitäten leben, ist jeder Tag, wie soll ich ihn gleich sagen, ein Freudentanz. Und der Erfolg kommt ja dann automatisch. Aber das muss keine leichte Geburt sein, dahin zu kommen. Nur jetzt sind die Impulse da, diesbezüglich zu weiteren Entdeckungen zu kommen. Natürlich bedeutet Merkur und Venus in Haus 5 auch noch anderes, das unterstützt eine gute Zeit mit etwaigen Kindern, ja, da gibt es mehr Kommunikation mit diesen oder eben gemeinsames Wohlergehen und miteinander Spaß haben, ne? Ne, Sie haben ja drei Planeten im Kinderhaus sozusagen, aber auch das fünfte Haus steht für Weiterbildung, so könnte Ihr Interesse eben dahingehen auch, sich jetzt auf einem gewissen Wissensgebiet zu vertiefen, ja, Weiterbildung. Und auch das ist dadurch angezeigt. Aber auch das fünfte Haus steht auch noch für astrale Hilfsmittel, ja, Mantren und solche Dinge. Sprich, Sie könnten sich nun auch mit so feinstofflichen Methoden auseinandersetzen wollen, um eben gewisse karmische Korrekturmaßnahmen vorzunehmen, zumal sie auf der anderen Seite mit Saturn in Haus 12 im Transit, wie wir gleich noch hören, auch eine Phase haben, wo sie anderweitig wieder auch etwas gefordert sind. Ich deute das aber primär als sehr gute Voraussetzung, mehr mit ihren Inspirationen in Kontakt treten zu können. Und deswegen, das ist auch das Wichtigste, denn wissen Sie, es gibt eigentlich letztlich bloß drei Möglichkeiten zu handeln im Leben. Die erste ist, und die muss immer sein, wir müssen handeln, damit wir überlebensfähig sind auf einem materiellen Planeten. Wir brauchen was zu essen. Und dann gibt es noch, entweder wir kompensieren, indem wir Schwächen verbergen und nicht unseren Weg gehen, oder die dritte Möglichkeit, wir leben unsere Inspirationen. Denn Inspirationen sind Lebenskraft und das, was uns am Leben erhält oder was uns gesund macht oder was uns Freude macht, das ist, wenn die Lebenskraft eben durch uns wirkt. Und da sind wir beim Thema Kreativität und Inspiration. Und Sie haben jetzt drei wichtige Planeten im Haus der Inspiration stehen. Deswegen merken Sie schon, geht mein Fokus eben dahin. Nun, Sie haben Mars in Haus 12 im Schützen, da geht er aber Ende des Monats raus, weil er ist ja rückläufig, er geht dann wieder in den Skorpion. Nur die meiste Zeit ist er noch in Haus 12, sowie der Herrscher Ihres Aszendenten Saturn, der ist den ganzen Monat in Haus 12. Nun, dies fordert oder unterstützt, dass Sie auch eine gewisse Zeit des Rückzugs, der Isolation, des Alleinseins für sich brauchen. Das zwölfte Haus positiv gedeutet, steht auch dafür, etwas in die Stille zu gehen, in die Natur, abseits des Trubels, heraus aus dem Hamsterrad. Ne? Gerade für Sie als Aszendent Steinbock ist ja das Thema Arbeit ein wichtiger Bereich, Pflichterfüllung, Verantwortung übernehmen, sich zuständig fühlen. Nur mit der Konstellation hier haben wir eine Wirkung, dass Sie nun auch Raum brauchen,
sich mal herauszunehmen aus dem Trubel und diese Qualität hier des 12. Hauses kann eben dadurch auch bedingen, dass nun etwas mit Thema Loslassen und Verlusterfahrungen in ihr Leben tritt. Ja? Das muss jetzt nicht ausgerechnet im Mai geschehen, denn Saturn ist natürlich länger in diesem 12. Haus und es ist kein günstiger Platz, den Aszendentenherrscher in Haus 12 zu haben. Nur letztlich aus einer höheren Warte betrachtet gibt es ja günstig und ungünstig gar nicht, denn Sie als Aszendent Steinbock wissen ja, dass viele Dinge in Ihrem Leben mehr oder weniger karmisch bedingt ablaufen, schicksalshaft, wo Sie gar nicht so viel freier Wille haben. Es ist dann mehr Ihre Freiheit dahingehend, welche Einstellung Sie zu diesen Prozessen einnehmen. Dennoch, Haus 12, Mars noch darin, bedeutet auch, dass gewisse marsianische Themen zu einem Abschluss gebracht werden, sei es in einer günstigen oder ungünstigen Weise, das würde mehr Ihr Geburtshoroskop hergeben, sei es, weil Sie beispielsweise eine Immobilie erwerben oder eine Immobilie veräußern, ja, Mars steht für das Zuhause, oder Mars steht für eine nötige Operation, die jetzt zu einem Abschluss gebracht wird oder die eben dadurch notwendig wird. Das können auch Bedeutungen dieser Konstellation sein. Natürlich wichtig ist dieser Saturn in Haus 12. Das bedeutet, es ist auch eine gewisse Rückwirkung da, wie Sie sich in der Vergangenheit um das Thema Ihrer materiellen Stabilität und Ihrer Gesundheit gekümmert haben. Je nachdem, wie gut Sie in der Verantwortlichkeit diesbezüglich in der Vergangenheit gewesen sind, wird sich das in einer mehr positiven Weise zeigen. Sprich, man wird schuldenlos oder man geht in Rente, man wird von dem Drang frei, arbeiten zu müssen. Das sind die positiven Bedeutungen. Haben Sie sich weniger gut um diese Dinge gekümmert, weniger gut gemanagt, dann kann es auch eine Zeit sein mit gewissen finanziellen Druck, dem man versucht zu entkommen, wo man vielleicht sich von einigen Dingen trennen muss, notwendigerweise, um über die Runden zu kommen. Aber trotzdem, in jedem Fall geht es ja immer um die dahinterliegenden Lernaufgaben, die dabei primär eine Rolle spielen. Und natürlich, Saturn ist auch der Planet der Trennung und er steht im Haus der Trennung und der Verlusterfahrung. So ist das sicherlich auch ein Stück weit eine gute Loslassung. Zeitqualität. Dabei hilft es aber natürlich, wirklich zu wissen, zu was Sie inspiriert sind, weil wenn Sie wirklich wissen, wie sich Ihre Schöpferkraft durch Sie kreativ ausdrücken möchte, dann fokussieren Sie sich auch mehr auf das, was wirklich wichtig ist und können dies auch leichter tun, zu sagen, okay, mal ist jetzt das oder das wirklich so wichtig, ja, oder wenn ich es auch verloren habe oder wenn das weg ist, mal. Wichtig sollte Ihnen das sein, worüber wir zuvor gesprochen haben und Ihnen auch einen Anker bieten. Nun, Jupiter ist nach wie vor im 9. Haus und Rahu auch in Haus 9. Das begünstigt auch, es ist das zweite Dharma-Haus. Schauen Sie sich das mal an. Das 5. ist ein sogenanntes Dharma-Haus und auch das 9. ist das höchste Dharma-Haus. Da haben Sie die meisten Planeten darin. Und das 9. ist ja auch das transponierte 5., weil das 5. vom 5. gezählt ist wieder das 9. Und das 9. Haus setzt jetzt Ihre Kreativität, Ihre Idee mit Ihren Talenten in Kontakt zu kommen, noch eins obendrauf, indem Sie auch überlegen, wie Sie das, was Sie gerne tun möchten, auf Basis Ihrer Inspiration auch zum Wohle Ihrer Mitmenschen einsetzen können. Bezieht also die Gesellschaft mit ein. Ja? Deswegen, das 9. Haus steht beispielsweise für den Sinn Ihres Lebens, für Ihre Glaubensrichtung und Ihre Wahrheit. Und so gehen viele
wichtige Energie in diese Qualitäten hinein, die sie sehr stark inspirieren können, wie sie ihren weiteren Lebenspfad gehen. Das neunte Haus steht auch dafür, wie wollen sie sich verankern im Leben? Ja, worin finden sie Glück? Ja, wenn dann eben anderweitig das eine oder andere losgelassen werden muss oder eine Schwierigkeit ist, dann kann Ihnen dies aber helfen, eben, wissen Sie, wer frei werden will, muss auch loslassen können. Oder wer was Gutes in die Hände nehmen will, der muss auch die Hände frei haben. Und deswegen, wenn auch Trennungserfahrung oder Verlusterfahrung eine kosmische Energie ist, die am Wirken ist mit Saturn in Haus 12, dann macht sie dies anderweitig frei für die Umsetzung ihrer Inspirationen. Und natürlich für Sie als Astrid in Steinbock soll es primär darum gehen, hingegeben zu sein an Ihre Arbeit, an Ihre Pflichten. Ja? Übrigens, mir fällt dazu gerade ein, denn das neunte Haus steht auch für das Reisen an heilige Orte und an Kraftorte. Ja? Und weil wir hier so stark beim Thema Inspiration waren, meine Entscheidung als indischer Astrologe zu arbeiten, fiel an einem Kraftort in Deutschland, nämlich bei den externen Steinen. Ich habe sowas noch nie gemacht und bin dann dorthin gefahren und da konnte man auch so einen, das sind so wie so Hinkelsteine im freien Gelände und ich war so unsicher, ob ich mir das erlauben darf, als indischer Astrologe jetzt hauptberuflich zu arbeiten, statt eben in meinem alten Leben zu bleiben, was ich schon lange machte. Und es war wirklich so, ich habe seitenweise geschrieben, mir sind auch die Tränen runter und das war so die Geburtsstätte meiner Entscheidung, als indischer Astrologe zu arbeiten. Auch das wird bei Ihnen hier begünstigt, solche Stätten aufzusuchen. Deswegen, das neunte Haus steht auch für Pilgertouren, weil natürlich sind es auch inspirierende Handlungen, die Sie bezüglich Ihrer Lebensausrichtung weiterbringen. Ja. Ich hoffe, ich konnte Ihnen auch wieder einige inspirierende Impulse geben, was Ihre Himmelskarte Ihnen hier für Ihren nächsten Monat an Impulsen geben möchte. Ja, zum Schluss nur nochmal die Erinnerung, dass ich Ihnen gerne Ihren Aszendenten mitteile, denn diese Deutung der monatlichen Videos geht immer von Ihrem Aszendenten aus und nicht von Ihrem Sonnenzeichen aus, da der Aszendent viel, viel wichtiger ist in der indischen Astrologie. Ferner ist es so, und zwar, dass wenn Sie die Sache gut finden, freue ich mich über den Daumen nach oben, wenn Sie mir hier in YouTube dies anklicken oder eben einen anderen konstruktiven Kommentar hinterlassen, der die Sache unterstützt oder weil Sie es gut finden. Ja, dann noch mit der Erinnerung an diese große Mai-Aktion, die nur vom 1. bis zum 8. Mai, also 8 Tage gilt, 20% Rabatt auf die ersten 12 Horoskope in meinem Shop. Ja, das sind alle größeren Horoskopanalysen, die deutlich dadurch für Sie exklusiv als meine YouTube-Zuschauer und meine Newsletter-Bezieher vergünstigt Ihnen nun zur Verfügung stehen. Ja, nutzen Sie die Chance, ja, das ist lange her, dass das in dieser Art und Weise möglich war. Und bitte achten Sie dabei darauf, dass die offiziellen Preise natürlich nach wie vor im Internet stehen, deswegen die Bezahlung nicht über den Shop auslösen. Bitte mir nur eine E-Mail schreiben, dass Sie es bestellen wollen zwischen 1. und 8. Mai und Sie erhalten 20% Reduktion auf die offiziellen Preise im Internet. Ja, das war's dann auch schon gewesen. Jetzt wünsche ich Ihnen natürlich noch einen fantastischen Mai. Möge Lord Ganesha, der Beseitiger der Hindernisse, so ist er ja in Indien bekannt, wird ja dort groß verehrt, Ihnen eben dabei helfen, dass Sie sämtliche Herausforderungen bravourös und erfolgreich managen können. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit
und freue mich schon auf Ende Mai, wenn es wieder weitergeht, wie die planetare Großwetterlage dann für Juni 2016 aussieht. Bis dorthin, alles Gute!